Hallo Susanne, im letzten Video haben wir ein Proton in ein Magnetfeld fliegen lassen. Und das Proton ist dann durch die Lorentzkraft in seinem Weg durch das Magnetfeld abgelenkt worden und auf eine Kreisbahn gezwungen worden. Und die Zentripetalkraft, also die Kraft, die das Proton auf seiner Kreisbahn hält, das war die Lorentzkraft. Q mal V kreuz B. Und was wir jetzt machen wollen, ist mal auszurechnen, wie groß der Radius dieser Kreisbahn eigentlich ist. Wir rechnen mal hier nach der ganz klassischen Formel. Ganz klassisch gesehen ist ja die Zentripetalkraft gegeben durch m mal v² durch r, den Radius dieses Kreises. Das ist die Kraft, die aufgewendet werden muss, um dieses Teilchen mit der Masse m auf der Kreisbahn zu halten. Das ist dann also gerade die Lorentzkraft, also das ist der Betrag dieses Kraftvektors hier oben. Ja, und wenn wir von einem Proton reden, dann muss ich natürlich auch hier diese Protonmasse einsetzen, also das wäre mp, die Masse des Protons. Ja, lösen wir es vielleicht erstmal nach dem Radius auf. Also wir drehen mal beide Seiten um, dann haben wir hier r geteilt durch die Masse des Protons mal v² ist 1 durch die Lorentzkraft oder 1 durch den Betrag der Lorentzkraft oder auch r, also der Radius des Kreises, ist m, die Masse des Protons mal v² geteilt durch die Lorentzkraft. Gut, und jetzt brauchen wir eigentlich nur einsetzen. Die Masse des Protons, die kann man nachschauen. Die Masse des Protons, das sind 1,7, so genau müssen wir gar nicht sein. 1,7 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm. Die Geschwindigkeit, die hatten wir ja schon vorgegeben hier, das war ein Fünftel der Lichtgeschwindigkeit. Ein Fünftel der Lichtgeschwindigkeit und das waren 6 mal 10 hoch 7 Meter pro Sekunde. V Quadrat ist dann 6 mal 10 hoch 7, 6 mal 10 hoch 7 zum Quadrat und das ist 36 mal 10 hoch 14 Meter pro Sekundenquadrat, Meter Quadrat pro Sekundenquadrat. Und die Kraft F, die haben wir hier schon stehen, das sind die 4,8 mal 10 hoch minus 12 Newton. Ja, dann setzen wir das einfach mal ein. Dann habe ich hier also 1,7 mal 10 hoch minus 27 mal, ja, das sind 3,6 mal 10 hoch 15, ja. 3,6 mal 10 hoch 15, 3,6 mal 10 hoch 15 geteilt durch 4,8 mal 10 hoch minus 12. Die Zehnerpotenzen hier sind 10 hoch minus 27 mal 10 hoch 15. Es gibt 10 hoch minus 12 und hier unten haben wir auch 10 hoch minus 12. Also das geht schon mal weg. Also die Zehnerpotenzen, die brauchen wir nicht. Und 3,6, 4,8, das geht ja gut, das kann man gut durch 1,2 teilen. Da steht hier 3 und da steht hier 4. Also 1,7 mal 3 Viertel. 1,7 mal 3 Viertel. Und das ist gerade 1,26. 1,26. 1,7 mal 3 Viertel sind 1,26. Und zwar Meter. 1,26 Meter ist eigentlich überraschend. Ja, wir rechnen hier mit 10 hoch minus 27, wir rechnen mit 10 hoch 14 und was kommt raus? Lächerliche 1,26 Meter. Das Proton, wenn das mit einem Fünftel der Lichtgeschwindigkeit fliegt, dann wird das Proton hier einen Kreis machen mit dem Radius 1,25 Meter. Nun, wo passiert denn sowas, dass da Teilchen herumfliegen in Magnetfeldern? Das kennen wir von diesen Teilchenbeschleunigern. Ja. Beim CERN in der Grenze zwischen Schweiz und Frankreich, da ist ja ein riesen Tunnel gebaut worden. 27 Kilometer ist die Strecke dieses Tunnels und da steht dann auch so ein Teilchenbeschleuniger drin. Warum 27 Kilometer, wenn wir gerade gerechnet haben, dass hier 1,5 Meter eigentlich ausreichen? Ja, 27 Kilometer deshalb, weil mit einer Geschwindigkeit von ein Fünftel Lichtgeschwindigkeit, das lockt kein Hund mehr hinterm Ofen hervor, sondern da wird mit 99,9% Lichtgeschwindigkeit experimentiert und zwar auch nicht nur mit Protonen, sondern durchaus auch mit Bleikernen oder schwereren Teilchen.
Und dann gilt ja auch nicht mehr diese einfache Formel hier, sondern diese Masse selber wird ja auch geschwindigkeitsabhängig. Das heißt, wenn ich bei 99,9 der Lichtgeschwindigkeit bin, dann ist diese Masse ja ein Vielfaches der normalen Protonenmasse. Das heißt, die Masse ist viel größer, die Kraft ist gleich, Geschwindigkeit ist deutlich größer. Das heißt natürlich, dass dieser Radius dann auch sehr viel größer sein muss. Also deshalb nicht mehr 1,25 Meter, sondern 27 Kilometer. Ja, und jetzt könnte natürlich einer auf die Idee kommen und sagen, ja, wieso diese Kraft hier, die ist ja auch variabel, da brauche ich doch bloß mein Magnetfeld größer zu machen und schon wird der Kreis wieder kleiner. Naja, das ist dann auch nicht so leicht, weil es gibt da so eine Grenze. Also unter normalen Bedingungen schafft man es eigentlich nicht, ein höheres Magnetfeld als 2 Tesla zu machen. Also das Tesla ist eine lustige Größe. Wenn ich da bei einem Tesla bin, bin ich eigentlich schon fast an der Grenze. Also 2 Tesla ist so unter Normalbedingungen das, was das Maximale, was geht. Es gibt da keinen Magneten, der stärkere Magnetfelder erzeugen kann. Wenn ich das Ganze super kalt mache, dann gibt es ja diese Supraleitung. Das heißt, da kann ich nochmal mehr Strom durch den Elektromagneten durchjagen und da schaffe ich es bis zu 8 Tesla. Aber das ist dann auch die Obergrenze. Also mehr wie 8 Tesla, da muss ich dann schon was ganz Spezielles mir ausdenken. Und das wird für so ein großes Gebiet, also über 27 Kilometer, ist das unmöglich aufrechtzuerhalten. Da ist 8 Tesla schon sehr gut. Also auch da sind wir begrenzt. Mehr wie 8 Tesla geht nicht und deshalb eben bleibt nichts anderes übrig, als für einige Milliarden jetzt diesen 27 Kilometer Ring zu bauen, um dann wirklich Teilchen sehr, sehr nah bei der Lichtgeschwindigkeit beobachten zu können. Und die lassen wir ja nicht nur einfach so rumfliegen, sondern die lassen wir ja richtig gegeneinander knallen, damit dann es auch ein paar Effekte gibt. Und wenn die gegeneinander knallen, dann ergeben sich Bilder wie die hier unten. Ja, das ist dann solche Ergebnisse so eines Zusammenstoßes. Und die Teilchen, die dann nach dem Zusammenstoß herumfliegen, die sind teilweise auch geladen. Und weil wir uns in einem Magnetfeld befinden, gehen die dann auch auf die Kreisbahnen. Oder hier sieht es ja manchmal mehr wie eine Spiralbahn aus. Das heißt, die Teilchen haben nicht konstante Energie, so wie wir es eigentlich im Idealfall erwarten würden, sondern die verlieren dann aus irgendwelchen Gründen, verlieren die auch ein bisschen Energie und dann gehen die eben in diese Spiralbahnen über. Aber wir sehen schon, es gibt linksdrehende und rechtsdrehende, das sind dann die positiv geladenen und das sind die negativ geladenen Teilchen. Das lässt sich dann aus solchen Bildern ganz gut ablesen. Ja, was würde denn jetzt passieren, wenn ich ein Elektron hätte, ein negativ geladenes Teilchen, dann würde das auch abgelenkt werden, aber die Richtung der Ablenkung wäre genau umgedreht, denn das Q wäre ja sozusagen negativ und wenn wir das mit der rechten Handregel machen wollten, minus V kreuz B ist dasselbe wie B kreuz V, das heißt, dieses negative Vorzeichen der Ladung könnte ich auch in das Kreuzprodukt reinziehen und das heißt, dass die beiden Elemente des Kreuzproduktes, diese beiden Vektoren hier vertauscht werden. Da stünde also B kreuz V da. Und wenn ich dann die rechte Handregel anwende, dann müsste der Zeigefinger in die Richtung des Magnetfeldes zeigen, der Mittelfinger müsste in Richtung der Geschwindigkeit zeigen und der Daumen zeigt mir dann die Ableckung. Das wäre genau umgedreht wie bei dem Fall des Protons. Das heißt, wenn ich hier mit einem negativ geladenen Teilchen reingehe, dann wäre die Kraft hier in diese Richtung und entsprechend würde der Kreis auch in diese Richtung laufen. Und dieser Kreis dann für ein negativ geladenes Elektron, wäre der dann kleiner oder größer? Nun, wenn wir ein Elektron haben, dann ist ja die Masse des Elektrons nochmal deutlich kleiner. Also hier oben steht was Kleineres, Geschwindigkeit wäre gleich, aber weil hier was Kleineres steht, die Kraft ist auch gleich, denn die Kraft hängt ja nur von der Ladung und der Geschwindigkeit ab, nicht aber von der Masse. Also hätten wir hier einen kleineren Betrag oben im Zähler und entsprechend muss der Nenner auch kleiner sein. Das heißt, der Radius wäre kleiner für sein Elektron. Das Elektron würde also hier mit einem kleineren Radius in diesem Magnetfeld zu kreiseln anfangen. Also vielleicht so. Ja, so viel zu der Bewegung von freien geladenen Teilchen im Magnetfeld. Jetzt können wir noch mal was Interessantes probieren. Wir nehmen mal nicht freie Elektronen her, sondern Elektronen, die in einem Draht eingesperrt sind.
Stellen wir uns vor, dass ja im Draht sind ja ziemlich viele Elektronen, die da drin entlang laufen, wenn zum Beispiel Strom durch den Draht fließt. Und wenn da so viele Elektronen in dem Draht entlang laufen und auf jedes dieser Elektronen wirkt diese Kraft in diesem Magnetfeld, dann wirkt vielleicht in Summe sogar eine Kraft auf den Draht und vielleicht können wir diese Kraft dann sogar messen. Und das werden wir mal im nächsten Video durchgehen.